Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Höfler. Jonathan Schmid. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Hereingabe in die Mitte. Noch ist die Chance da. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ball kommt in die Mitte. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für Freiburg. Die Nummer 18. Nils Petersen. Philipp Lienhardt. Dominik Heinz. Griffo. Nils Petersen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Klasse Aktion. Guter Einsatz. Der hohe Druck zahlt sich aus. Nils Petersen. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Gutes Pressing jetzt. Und die Situation geklärt. Philipp Lienhardt. Höfler. Dominik Heinz, Oğlan Çalay, Jonathan Schmid. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Günther. Toller Support jetzt der Fans, die spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Nils Petersen. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Pierre-Kunde Malon. Boetius. Jeremias und Just. Guter Pass jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Boetius. Da gewinnt er den Zweikampf. Spiel geht mit Einwurf weiter. Philipp Lienhardt, Jonathan Schmid. Ah, sie verlieren den Ball. Klasse Pass jetzt. Nee, der ist zu weit. Günther. Oğlan Çalay. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Die Defensive steht.
Nils Pedersen. Da mit viel Übersicht. Er kann es machen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Nummer 9, Lukas Höhler. Der Ballverlust. Boetius. Das könnte die Chance werden. Gutes Tackling hier. Oland Salai. Könnte jetzt was werden. Ball kommt an den langen Pfosten. Super Aktion, gut geklärt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Lukas Höhler. Und den Ball hält der Torhüter fest. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Da müssen sie aufpassen. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Er ist noch heiß. Zuspiel landet Emaus, gibt Einwurf. Da passt er super auf und hat den Ball. Jeremias und Just. Pierre-Kunde Malon. Gute Chance für eine Flanke. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Dominik Heinz. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Jonathan Schmid. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Nils Pedersen. Tja, das war keine gute Flanke. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt können sie vielleicht kontern. So langsam wird es gefährlich. Ball kommt rein. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich.
Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Schon überraschend, der Treffer. Bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen, dann kann das noch was werden. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier ist noch alles drin. 1:05. Die Nummer 9. Jean-Philipp Mateta. Jonathan Schmid. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Und da verlieren sie den Ball. Guter Ball nach draußen. Pierre-Kunde Malong. Jetzt der Vorstoß. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Einwurf. Robin Quaison. Da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt die Ecke. Wechsel bei Freiburg. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Neu im Spiel, die Nummer 17, Lukas Kübler. Jetzt die Ecke. Quaison. Oh, er geht am Gegenspieler vorbei. Jean-Philippe Mateta. Ballverlust. Anspiel kommt gut. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen Sie es ihm zu leicht. Die Chance haben Sie verschenkt. Jean-Philippe Mateta. Er passt auf. Super dazwischen gegangen. Macht das da gut. Da kommen Sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal und das klasse Chance jetzt. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Oh, sie stören früh. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng, es ist noch alles drin. Da kommt die Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Pierre-Kunde Malong. Quaison. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ja, geht gut dazwischen. Roland Salai. Und jetzt haben sie den Ball. Robin Quaison. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Neu dabei, die Nummer 21, Karim Onisivo. Und er hat den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.